süßesten Tiere der Welt. Meme-Content, Reddit-Memes vorlesen, ja, genau sowas. Aber jetzt kommen die süßesten Tiere der Welt. Mit Flybait zusammen. Komm im Call rein, ein Spaß. Mal wieder nach langer Zeit Tiere an, denn wir haben immer so viel Negatives und Ich wünsch mir, er würde irgendwann mal diesen Model neu zeichnen lassen als 2D-Model machen. Das könnte mega süß werden. Ich habe das aber schon gesehen. Dann guckst du es mit mir nochmal an. Ich meine, was kann ich denn dafür, dass du es ohne mich anguckst, Flybe? Ne? Ja, ich weiß, alles gut. oder Eigenartiges, das. Kalishinaku. Ed Lars? Was macht er? Man einfach eine gute Mach ich Auszeit auch. braucht. Und was gibt es Besseres als Danke für den Shoutout. Kein Problem, Haku, kein Problem. Kein Problem. süße Tiere, die doof sind. Danke für den Follow, Haku. Ja, danke schön. Danke, dass du da bist. Sind oder irgendwas denen passiert. Also niedliches. Keine Sorge, nichts Schlimmes. Deswegen, falls ihr mehr von Orr Kein wollt, Ding. lasst gerne ein Abo da und einen Kommentar, wenn deine Katze nur mal aufgenommen werden will. Bitte, du bist nicht so schön wie ich. Ich will ein Selfie machen. Ich jetzt nimm Für mein TikTok. mich ja. Was? Nein, für mein Instagram. Ich finde es eher erstaunlich. Hab Cash gewählt, als du auf warst. Okay, ja. Da war ich ein bisschen verwirrt, als er gesagt hat, er war offline. Da war ich kurz verwirrt. Und nicht, wie sie da liegt. Die Hinterpfoten, die sind Alter, what hier. Gehen the? da. Alter, was war. What the? Hä, wie geht das? Die geht nach da und dann. Wie liegt die da? Ja, ich kann das auch, Bill. Der Katze geht's gut. Ja, die. Alter. Das, ja, ich weiß, aber was die können, ne? Was die können, ist schon krass. Dann so über Kreuz irgendwie dahin. Warum ist das für Tiere bequem, wenn die Gans ganz bequem ist? Ich glaube, die Gans ist sich ganz sicher, dass sie sich ganz schön wohlfühlt. Und ich würde da auch sein wollen. Kann ich voll nachvollziehen. Pick! Ah, die Gans ist ganz sicher. Pixar! Ha! Alter. Super. Endlich das Die Gans richtige ist Pixar. mies am Das Chillen, Einzige, was ja. man auf der Welt. Katzi, wir kommen zurück. Die Katze hat sich in ein Gehege von Luchs Genau. geschlichen. Und so werden die zu besten Freunden. Es ist bei Katzen egal, ob die klein oder groß sind, die können sich immer zu Freunden machen. Weil im Endeffekt sind sie Alter, einfach eine Wildkatze mit einer normalen Katze. nur Katzen. Wenn jeder ganz brav wartet. Danke fürs Einchecken, Katzi. Dankeschön. 12 Mal, also 13 Mal. Und danke schön für den Lurk. Komm, ihr dürft noch nicht essen. Find schön, dass die Katze sogar gewartet hat. Ah, Hilfe, ich bin stuck. Ich glaube, du hast zu viele Ich bin stuck Step Bro gesehen im Internet. Und die wollten ihm helfen und er dachte sich, okay, dann gehe ich halt. Der übelste Troll. Danke für die Decke, Fleib. Alter, wie der Hund, die einfach. Die kommen hier an mit 3 Leuten, mit Werkzeugen, alles. Nein, der Hund muss gerettet werden, kommt schnell. Der Hund geht einfach. Das ist ein Prank. Eine Box, haha. Ein Käfig. Nicht. Okay, Fufu war, aber er steckt nicht in der Waschmaschine. Warte, was? Ich da. Ja, Vorsicht. Nimm einfach so eine Box, falls man irgendwie zum Tierarzt muss und dann nimmt man sie halt in so einer Box mit, anstatt im Käfig. Dann hat man eine Boxkatze. Ist das meine Mama? Warum hat sie so getan, als ob die große Katze irgendwas gemacht hat? Es wäre das gleiche, als ob ich Maxi so eine Ohrfeige gebe und dann sage, warum hast du das getan? Und runterfalle. Gib mir Essen. Mir passt. Jetzt bekommt er nicht mehr die Tür auf. Vielleicht nächstes Mal. Vielleicht auch Nein. nächstes Mal nur eins nehmen. Oh. Immer wenn gesagt wird, Fledermäuse sind so schwarz wie die Nacht, haben sie noch nie die gesehen. Oh, sind die süß. Sind die echt, das sind das so Dekoration. Irgendwie sehen die nicht echt aus, aber irgendwie doch.
sehen. Stellt euch vor, Batman würde in komplett weiß auf einmal sein. Den würde man dann ziemlich gut in der Nacht wahrscheinlich sehen können, wenn die Katze... Weil das sieht jetzt aus wie Stoff. Na, guck mal, hier durchgucken kannst. Das ist doch Stoff. Das ist hier Filz. Ne, das sieht aus wie Filz. Ja, habe ich schon gedacht, hier ist nämlich Filz, ein Filzding. Die sind nicht echt. Das sieht man in den Flügeln, ja. Das ist halt so Stoff. Auf einmal sein. Aber es ist mega den süß gemacht. Man dann ziemlich gut in der Nacht wahrscheinlich sehen können. Wenn die Katze so sehr etwas haben will, dass sie sich schon vorstellt, dass sie was isst. Ja, so schmeckt. Es könnte aber auch echt sein, ja. Es ist schwer zu sagen, aber guck mal die Flügel an. Die sehen nicht aus wie so ein Filz, so ein Filzdreiecktuch Ding. Ich weiß nicht, wie die heißen. Weil das auch so haarig an den Seiten ist. Siehst du hier, das ist an der Seite hier. Es könnte schon nicht echt sein. Aber wenn es nicht echt ist, ist es echt, echt gut gemacht. Die sehen einfach so aus. Hier ist ja auch so leicht durchsichtig, ne? Es ist schwer zu sagen. Dann ziemlich gut in der Nacht wahrscheinlich sehen können. Wenn die Katze so sehr etwas haben will, dass sie sich schon vorstellt, dass sie was isst. Das bin einfach ich, wenn ich eine Pringles-Packung sehe im Laden. Dann habe ich gleich den Geschmack im Mund und muss es mir kaufen. Und dann in den Mund stecken. Was? So schmeckt das in meinem Mund, wenn ich das drin habe. Ja, Vorstellungskraft. Pringles wirklich beste, ne? Die Würzung, die haben, da kommt keine andere Chipsmarke dran, überhaupt nicht. Das Problem ist der Preis mittlerweile. Ja. Wobei, nee, es ist gar nicht so teuer, Fleibel. Es kommt darauf an, weil du darfst nicht vergessen, dass so 190 Gramm in Pringles drin sind und oft sind in anderen Chipstüten so 100 oder 90 Gramm nur drin und kosten trotzdem 1,90 Euro oder sowas. Ne? Also hochgerechnet sind Pringles trotzdem je nach Sorte nochmal gut, aber mittlerweile kaufe ich mir immer diese billigen 80, 90 Cent Chips, diese Sonnenmond und Sterne, oder es gibt so eine Fake-Marke von Pombeer und die schmecken auch sehr nice. Ja. Inflation hat auch zur Folge, dass wir alle weniger Süßigkeiten essen. Und das hat auch was Gutes, kann man so sagen. Ja, es ist alles so mega teuer geworden. Phantom Food. Katzen sind auch nur Babys. Die lieben auch solche Spielzeuge. Das ist nicht umsonst für Babys perfekt. Ganz ehrlich, alles, was für Babys irgendwie. Funny Fish, Ungarn und grüne Pringles, ja. Und da gibt es noch diese Hüte, diese Hutchips, die man. Diese Hutdinger. Ja, und dann gibt es noch Käsebällchen, sind generell immer nice. Aber wenn ich mir Chips kaufe, dann oft meistens immer die. Die Fake-Pombeeren. Diese Fake-Pombeeren. Die kosten so 90 Cent, sind mehr drin als Original-Pombeeren und die schmecken noch besser als die Pombeeren, weil sie nach mehr Ketchup schmecken. Die Ketchup-Pombeeren. Ja, irgendwie unterhaltend ist auch für Tiere unterhalten. Tiere würden auch vor dem Fernseher hocken. Ja, es kommt ein Auto. Oh. Ja, das Dance-Time. Der Happy Dance einfach, immer wenn ein Auto vorbeikommt. Ja. Du solltest nicht in die Stadt gehen, sonst wirst du nicht mehr weiterkommen. Das ist eine sehr luftige Matratze. Ja, die Lay's KFC-Chips sind auch lecker, ja. Das sind 1:1 die gleichen. Ich habe das mal bei diesen Vergleichtypen gesehen. Echt, das sind die gleichen. Die kosten aber deutlich billiger und die haben einen viel intensiveren Ketchup-Geschmack. Die haben einen viel intensiveren Ketchup-Geschmack und die schmecken auch besser, habe ich das Gefühl. Und die gleichen ist krass. Aber vielleicht haben wir da noch mehr Ketchup reingeschmissen, damit sie wenigstens ein bisschen anders schmecken. Ja, es ist so lächerlich. Ja, also kauft lieber diese Fake-Pommes, die schmecken genauso und noch besser ein bisschen, habe ich das Gefühl. Und immer, wenn ich Pombeer-Ketchup gekauft habe, hat man so wenig vom Ketchup geschmeckt. Und die schmecken einfach komplett nach Ketchup. Genauso wie ich es mag.
Genau wie die Ketchup-Pringles. Die schmecken auch lecker. Ketchup esse ich nicht mehr, seitdem ich früher mal davon gekotzt habe, weil ich nichts anderes im Magen hatte. Ja, Ketchup-Chips, die haut man einfach weg und die sind so lecker. Bell einfach nur am Reinsabbern hier. Alles rein in Bells Magen. Auf dein Kassenblatt. Ja, ich muss aber sagen, die sind aber auch lecker, die Ketchup-Chips. Die sind lecker. So, mit einem Ventilator, oh, verstehe ich. Jeden Sommer würde ich das komplett nachvollziehen können. Und du kannst das Bettlaken dann einfach so. Ja, hier reinlegen dann. Im Sommer, du hast kein Problem mehr mit Schwitzen, glaube ich. Du legst einfach hier in dein Kissen hin. Oder hier vorne Kissen, je nachdem, wie du es magst. Legst dich da rein, hast eine schöne Höhle. Ausleeren irgendwo. Hast ja alle Haare drin. Wenn ein Frettchen in diese Kügelchen geht, ich weiß gar nicht, wie die genau heißen, diese Styropor, ja. Styroporkügelchen. Du findest sie in 10 Jahren noch in der Alter. Wohnung irgendwo. Du wirst Zu niemals süß. alle finden. Es ist Ja, einfach so. der hat Und gechillt. es macht so viel Spaß, oder? Also, mehr Chaos konnte der Hund auch nicht machen, oder? Ey, ich hätte aber auch so reagiert. Finde ich super. Oh mein Gott, was ist das Ich hier? schwöre, das Frettchen hat noch in 20 Jahren Reste im Pelz, gefühlt ja. Er wird immer denken, boah, dieses eine Scheißding zwischen meinen Zähnen, die ganze Zeit, ich habe das nie rausbekommen. Regnet's über mir. Wenn man das erste Mal ein Gewitter sieht, ist aber auch Oh. bestimmt ein Man bisschen muss anders. die Katze in den Arm nehmen und kuscheln. Wir hatten da schon mal ein Video, wo Menschen das erste Mal ein Gewitter gesehen haben. Die sind ausgerastet. Wenn die Katze Wovon? sagt, ja, hier fotografier mich von meiner besten Ja, die Seite, beste mein Seite. Kopf, weil alles die beste Seite ist. Oder ist das einfach so ein Kopfkratzer für sie? Adopt me! Ich glaube, der ist minimal happy, adoptiert zu werden. Aber ich glaube auch, das ist Ja. nicht schwer. So eine 2x2-Meter-Zelle, wenn überhaupt, ist nicht gerade viel Platz für Tiere. Wenn du Ja, der eine freut Katze am sich. Fenster siehst und dir denkst, oh, ich würde sie gerne streicheln und die würde gerne gestreichelt werden. Voll Quälerei, die Katze einfach da hinterm Glas zu lassen und sie will nur gestreichelt werden. Nein, ich Ich würde will. da hier klingeln und sagen, gib mir die Katze, ich will sie haben. Nicht arbeiten. Das ist wie mit den Ich will nicht arbeiten. Polizeihunden, die ausgebildet werden und dann zu nett sind und deswegen nicht bei der Polizei arbeiten dürfen. Aber hey, ich hoffe, die sind lange ein Partner. Wenn deine Katze Augentropfen braucht, wie lange macht ihr das schon, dass das Vertrauen von der Katze so krass drin ist, Alter, dass sie ja. weiß, dass es ihr gut tut? Ich glaube, Ja. sowas kommt nicht von einfach so. Wo ist das? Was habe ich da? Irgendwas sehe ich, Ein ne? Hut, ein Irgendwann Kopf. hast du es. Katzen sind schon besonders. Ich glaube, alle Tiere reagieren so. Er hat in seiner Bewerbung gelogen, aber er hat den Job trotzdem Security bekommen. da. Sicherheitshund. Also, ich glaube, es gibt manche Katzen, die sind echt böser als Hunde. Ja, 100-mal aggressiver auf jeden Fall. Da ist eine Katze oder so ein Wachhund gar nicht mal so schlecht. Ich weiß nicht, was er da hat. Ist das ein Ei? Okay, wir legen das Ei da rein und dann immer schön warm halten in die Mikrowelle. Aber was für ein Tierei ist das? Ein Minivogel. Ich wüsste nicht mal, wie man sowas aufzieht. Also Respekt. Der hat wahrscheinlich das Tier gerettet. Aber du musst halt auch wirklich wissen, wie du was machen musst. Melden sie dich. Sind aber auch süße Tiere. Wenn deine Katze nur ein bisschen gestreichelt. Wird nochmal Wellensittiche. Da hat mein Vater so einen Lauf gehabt, der hat so 4, 5 Stück gehabt oder sowas. Ja. Werden will und dich sogar fragt. Streichel sie. Komm hier, gib mir deine Hand. So Ganz mit. ehrlich, wenn die Katze gestreichelt wird, dann streichle sie auch. Wenn sie danach aggressiv wird, bist du selber schuld, ne? Oder wenn sie dich danach nicht mehr mag, dann bist du einfach selber schuld. Er fragen kann sie nicht. Bin ich schon fies, wenn sie dann nicht mal gestreichelt wird. Graf Catula. Miau. Alter. Wie passend das Bild ist. Es ist Alter, ein. das sieht aber so gut aus. Alter, hier. Wie die Zähne einfach so. Alter.
Einfach 1:1 Graf Catula. Ich wünschte, die Katzen würden dann merken, dass sie das selbst sind. Ein Frosch, der deinen Namen trägt. Ja, wenn es im Sommer zu warm ist und die Tiere nicht mehr das Wasser bekommen. Ich glaube, der weiß nicht mal, was hier gerade passiert. Eine Gotteshand kommt von oben und auf einmal wird alles nass. Also der glaubt danach wirklich an Gott. Vor allem, der hat ja auch irgendwie so einen Beweis. Gott hat ihn ja gefüttert und gestreichelt. Wenn die Katze, die du adoptiert hast, einfach nicht mehr gehen will. Ich glaube aber... Die ist aber groß, die Katze. Die ist schon riesig. Viele Tiere sind wirklich so. Wenn ich mir eine Katze hole, auf jeden Fall aus so einem Tierheim, wo die wahrscheinlich schon ewig drin ist. Yeah. Das ist viel schöner als so ein Baby, weil Babys werden viel eher adoptiert als solche Älteren. Oh mein Gott, wie hast du es geschafft, so festzustecken? Sie hängt mit jeder Kralle irgendwo fest. Was sind Katzen, dass das funktioniert? Wie hast du das geschafft, per Rettungseinsatz? Hey, schau mal, so hat's angefangen und so läuft es. Ich habe noch nie so eine Frisur wie links gesehen. Also ich habe die noch nie nach oben gehen sehen. Aber wie groß auch... Ja, ist aber nur nach oben gemacht, damit man halt nicht so viele Haare unten zu Hause, glaube ich mal. Hunde werden ist absolut insane. Wenn deine Katze zum Mitarbeiter geworden ist. Der Mechanik-Shop hat die Katze als Streunerkatze zu sich genommen, beziehungsweise immer gefüttert und irgendwann haben sie die wohl zur Arbeit aufgenommen. So bekommst du eine Katze. Die kommt zu dir, habe ich das Gefühl. Katzen kommen immer zu einem hin, wenn du Essen gibst und dann kommen die immer wieder und irgendwann bleiben sie einfach. Die adoptiert dich. Hier, schau mal, mein Riesenstock. Dich, genau. Bitte werf den. Ja, schaut echt happy aus und stolz. Das war das Alter. Einzige, was sie im Leben machen wollten. Einen Stock finden. Alter, und zwar einen so riesigen. Du willst also einen Husky? Weißt du, was auf dich zukommt? Die Todesschreie. Huskies sind besonders. Und dazu brauchen die wirklich viel Arbeit. Du musst mit denen viel ausgehen. Und die können nicht mal richtig normal bellen oder jaulen. Die schreien. Die Straßenkatze haben wir vor 7 Stunden mit nach Hause genommen. Vor 7 Stunden? Die müssen ja mindestens 18 Stunden schlafen, gefühlt. Also würde ich sagen, ja, da kannst du ein bisschen erstmal weg sein, bis die wieder auf. Ja, die will erstmal chillen, weil endlich ein Zuhause, weißt du, die ruht sich erstmal aus. Ja, und der geht scheint richtig gut da. Ein Stickbug, oder? Was bist du? Boop. Also, er versucht sich zu wehren, nur dass die Katze nichts damit anfangen konnte. Ist wie so ein Boxer. Das ist eine Katze draußen und eine Katze drin. Ist das ein Fuchs? Das ist ein Fuchs. Das ist ein Fuchs. Ja. Wie kommt es, dass ein Fuchs genau vor deinem Zimmer liegt? Bei deiner so Katze. Süßi. Weil der schaut ja auch maximal so ein bisschen Fleisch mal gechillt aus. Wenn dein Hund doch nur ein bisschen raus will aus der Garage. Warum kann man da drunter raus? Warum ich glaube, der hat das da weggeschaufelt, weil da ist irgendwie eine Schotter. Ne? Erde, wenn da ein Garagentor ist. Es war so klar. Natürlich musste es ein Husky sein. Seine Schein wurde vorhergesagt in den alten Zeichnungen. Frag mich, ob das mit Absicht genau deswegen da reingezeichnet wurde. Schaut halt einfach nur dumm aus. Und ich find's super. Ein Weihnachtsbaum. Oh, ist der für mich? Kann ich den kaputt machen? Das denke ich immer bei Katzen. Das müssen die Gedanken sein. Wenn du keine Lust mehr hast, dass deine Katze dich nervt und du dir einfach in dein Hoodie tust. Und so kannst du sie überall mit hinnehmen. Und die schläft ja wirklich. So ein Katzenbabysack. Er hat vergessen, dass er ein Schwänzchen hat. Okay, wie lege ich mich richtig hin? Als ob ich mich von meinem eigenen Bein erschrecke, weil ich nicht mehr wusste, dass mein Bein da ist. Warum schauen die Hunde so aus, als ob meine Eltern versuchen, mich zu FaceTime? Schatz, bist du endlich fertig? Ja, warte, ich mach an. So ein bisschen schaut das wirklich aus. Na, Batman, ich mein Batcat. Weiß nicht, ob das Farbe ist oder ob sie wirklich mit einer Maske aufgewachsen ist. Und das wird doch irgendwann mit dem Alter ein bisschen... Sieht mir echt aus, weil dann wären die hier nicht so ein paar Weiße, glaube ich, drüber. Sonst wäre hier alles schwarz, nicht nur ein bisschen weiß zwischen. Ja. Einfach Bad Cat. Bisschen mehr bei den meisten. Also könnte das ja noch ein Gewand werden oder ein Hut mit Maske. Das nennt man Liebe. Oh, hier, ich berühre dich, wie du mich berührst.
Tiere sind irgendwie mit das Beste, was es gibt auf der ganzen Welt. Wenn du deine Katze fragst, hier, bitte gib mir ein bisschen Wasser. Okay, perfekt. Die Katze weiß aber auch, wie sie sich selber... Du musst das jetzt nur öfters wiederholen, um zu schauen, ob sie es wirklich gelernt hat. Weil sie starrt auch auf das Glas, als ob sie genau das möchte. Wenn die Katze mit zur Hochzeit kommt. Ich glaube, die muss aber einander... Ich glaube, die Katze ist... hat geheiratet. Bleiben, sonst wirst du keine fröhliche Hochzeit haben. Oder was auch immer du machst, weil ich glaube, dafür müsstest du eine echt ruhige Katze haben. Wenn eine Katze draußen dich adoptiert und sich denkt, ach ja, du scheinst bequem zu sein. Mit dir komme ich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Katzen nicht adoptiert werden, sondern die adoptieren den Menschen. Mhm. So war es auch bei meinem Freund. Der hat eine Katze und die Katze ist denen zugelaufen. Und auf einmal hat er eine Katze. Es gibt manche dieser Statuen, wo im Mund extra sowas drin ist, also solche Bälle, wo man rechnet, das wurde extra für Katzen gemacht. Können wir bitte alle Statuen mit solchen Bällen im Mund machen, damit es überall einfach Katzen gibt, die damit spielen? Ja, kann man immer von einer Katze zur nächsten gehen und die streicheln. Okay, wo lege ich mich hin? Ha, ich habe hier überall Platz, hinter mir ist noch ein bisschen Gras. Da, diese eine Stelle, wo gemalt wurde, dass es so ausschaut, als ob ich angemalt wurde. Achso, die hatte ich hier, der hat dich da draufgelegt oder sowas. Und dann... Und wenn die Besitzer dann kommen und das nicht sehen, denken die, oh, irgendein Kind hat das gemacht. Wie könnt ihr es wagen? Obwohl es die Katze selbst war. Ein Shiba Inu. Oh, irgendwann nehmen selbst Hunde unsere Jobs weg. Alter, was? Siehst du, alles, was Menschen können, können auch Tiere. Ich bin mir sicher, dass er nach einer Gurke gefragt hat. Oh. Und dann zahlst du halt nicht mehr mit Geld, sondern mit Kuscheleinheiten. Alter. Oder Streicheleinheiten. Wenn deine Katze Ninja ist, siehst du, keiner bemerkt das, wie ich mir das klaue. Komm, irgendwann schaffst du das. Ganz heimlich. Keiner hat das gesehen. Du hattest definitiv nicht die Zeit, schon dein Handy rauszuholen und das aufzunehmen. Wenn die Katze unbedingt deine Streicheleinheiten will. Alter, Spider-Cat. Du musst echt gut streicheln können, wenn die Katze speziell nur für dich da runterklettert und zum Zaun kommt. Das schaut jetzt nicht super bequem aus. Du musst echt gute Streicheleinheiten geben. Der gefällt's. Wenn du weißt, der nächste Tierarztbesuch wird besonders toll. Alter, was? Also... Was hast du gegessen? Was für eine Lampe? Warum? Da freut man sich. Und die freut sich dann direkt doppelt bald. Wenn du deiner Katze beibringst, immer auf dich zu spielen. Die freut sich essen. Besonders Sicherheiten geben. Der gefällt. Wenn du weißt, der nächste Tierarztbesuch. What the? Buch wird besonders toll. Wie? Also. Was hast du gegessen? Was für eine Lampe? Warum? Da freut man sich. Und die freut sich dann direkt doppelt bald. Wenn du deiner Katze beibringst, immer auf dich zu springen? Alter, die hat ja gar keinen Chill. Einfach immer. Vor allem irgendwann wird die auch groß. Dann ist sie kein Baby mehr. Dann wird das wehtun, glaube ich, wenn so... Ich bin todmüde. Ja, ich höre auch gleich auf. 3 Minuten, doch dann wähle ich. So ein paar Kilo auf einmal immer auf dich draufspringen. Vor allem, wenn du es nicht erwartest. Es ist so gut, Pizza. Kein Wunder, dass der Mensch immer das isst. Verständlich. Wenn dein Hund eine bessere Arbeitsuhr hat als du. Die Überschrift war nämlich, hey, mein Hund weiß, dass ich jetzt Feierabend eigentlich mache. Und er will mich nicht weiterarbeiten lassen. Das sollte eigentlich überall sein. Wenn du nicht gerade selbstständig bist, kannst du einfach genau nach dem Soll aufhören. Warum auch weitermachen, wenn du deinen Hund beibringst, nach dem Trinken Mund abwischen. Also, Alter, was? Macht er super. Ich weiß zwar nicht, wie man das am besten beibringt, aber Alter, wenn der nicht richtig trinken kann. Und der Futternapf ist eh schon sehr hoch. Das ist einfach, wenn du etwas überdenkst. Und dir denkst, wie schaffe ich das am besten? Anstatt einfach was zu machen. Auch Tiere können überdenken. Nicht nur Menschen. Eine Mini-Couch. Nur für die Katze. Oh, das müsstest du dann neben deiner Couch hinsetzen oder vor die, damit die Katze sieht, okay, so legt man sich auf eine Couch und ich habe selbst eine Couch und dann habt ihr euch auf der Couch und die Katze auf der Couch. Meine Schlange spielt immer dramatisch tot. Verständlich. Also würde ich auch
aufmachen. Der Hund hat seinen Besitzer im Fenster gesehen und war deswegen so ein bisschen, mir geht's gut, ich will nur zu dir. Ich weiß nicht, ob der jetzt fröhlich, traurig ist oder Angst hat oder sonstiges. Weil die meisten mögen es auf jeden Fall nicht, so einen Föhn zu haben, weil der ein bisschen zu laut ist. Wenn du Futter rausholst. Ja. Und die Katze will zuerst haben. Ah. Wie so eine Sirene einfach. Sowas braucht man als Wecker. Ich bin böse. Ich bin überrascht. Oh, böse. Oh, böse. Oh. Aber was fühlt sie jetzt wirklich? Ich weiß es nicht. Ich finde schön, dass die Katze mit sich machen lässt, was du willst. Die wollten als Pärchen mal sehen, was passiert, wenn sich der Hund entscheiden muss, wen er hinterher rennt. Wen folgst du? Ich kann mich nicht entscheiden. Gute Entscheidung. Wenn du weißt, dass dein Hund einfach keinen Favoriten hat. Finde ich aber auch irgendwie mega süß. Ich hätte gedacht, dass jeder Hund oder jede Katze immer so seinen Favoriten vom Mensch hat. Aber der wusste ja gar nichts, was er mit sich anfangen soll. Da war ein Insekt in der Garage. Also habe ich die Experten losgelassen. Aber sie trainieren anscheinend gerade den Neuen. Irgendwann fängt man immer an. Wenn du wahre Liebe zu Hause hast. Aber es ist nicht deine, wenn die Katze mehr Liebe hat als viele anderen. Schon süß. Was ist das? Oh, Seifenblasen. Oh, Seife. Oh, Katzen sind schon besonders. Vor allem, riecht das überhaupt? Ich glaube mal, nur der Schaum wird nicht gerade riechen. Imagine, das wäre stuck gewesen. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr Tiere sehen wollt, lasst gerne ein Abo da. Und sonst sehen wir uns. Das war's dann für heute. Vielen Dank, dass ihr da wart. Wir wählen noch irgendwo hin. Morgen geht es um 16 Uhr weiter mit Flybell quasi. Dann gibt es einen schönen Collab. Wenn ihr da schon Zeit habt. Wo gehen wir denn rein? Wir gehen nach Punchy.